Weil die K.O.-Pfeile machen halt auch K.O. Es ist echt günstig. Die Reichweite ist halt relativ begrenzt, aber naja. Irgendwas ist ja immer. Gut, gut. Machen wir einen kleinen Speicherstand, würde ich sagen. Ich spiele halt auf realistisch. Aber es wird später wirklich etwas actionreicher, weil die Level auch wieder viel linearer werden und man hier nicht so frei durch die Gegend laufen kann nachher. Wie hier. Gut, der müsste eigentlich welche sein. Ah, da ist mal unser Bot. Das ist übrigens ein freundlicher Bot, den man auch ein bisschen wieder ausnutzen kann. Moin, moin. What happened an hour ago? The barge docked and the NSF moved right on in. Offloading the cargo into speedboats. Our undercover man, Harley Philbin, should be somewhere out on the docks now. Ja, bleib mal locker. Bleib mal stehen hier. Ja, haben ihn getroffen. So, der wird jetzt erstmal hinterher kommen und auf uns ballern. Oh, der andere ist aber noch am Leben. Na gut, der wird auch nicht viel Freude haben. Ah, weil der Bot da hinten wegläuft. Bot, bleib da! Bot, komm her. Komm her, Bot. Ich hab da ein Problem. Junge. Dreh dich mal um, Junge. Das hab ich gemeint, Junge. Das war richtig. Schön. Dankeschön. Okay, wir haben ein paar K.O.-Pfeile gekriegt. Man muss aber selber auch aufpassen, weil das zieht auch, wenn man selber ist, ziemlich schnell rein. Und wenn man dann kein Medikit gerade schnell greift und nimmt, ist man recht schnell tot. So, der andere Typ ist hier direkt einfach mal verreckt. Weil der kommt am ersten bisschen hinterher gelaufen, wird dann panisch, weil er vergiftet ist. Und rennt dann wieder zurück und legt sich auf den Boden hin. Schön. Gut. Oh, na, das waren die dann auf den Rotze. Die wir mal so gar nicht brauchen. Die Fackeln finde ich sowas von unpraktisch, weil man hat diese scheiß Taschenlampe, die einfach viel praktischer ist. Und das reicht auch völlig. Gut, was haben wir hier noch? Raketen, schön. Und, das ist die Munition für, und damit TNT-Fass, das werden wir gleich auch noch benutzen. So, TNT-Kiste, nicht TNT-Fass, weil TNT-Fässer können wir nicht tragen. So, sind hier noch Gegner? Hier ist keiner? Nö, gut. Da hinten haben wir noch Kisten, die haben auch unterschiedliche Aufdrücke. Das ist zum Beispiel eine medizinische Kiste. Da finden wir mal Medikits drin, mit denen wir uns heilen können. Meistens sind wir eh gleich ganz tot von der Seite aus. Aber nee, das kommt schon noch vor, dass wir nicht sofort sterben. So, da steht unser Kontaktmann, von dem die Rede war. Harry Philbin. Erzähl mal. Time you showed up. Iron and copper. The statue is copper on an iron frame, right? Passwords enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get inside. Depends. You get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. You can trust me. I'll take your word. Here's the key to the front entrance. Commander's not much of a soldier. He'll surrender as soon as he sees you. I need him alive because he's my main contact at the NSF. If he's dead, I don't have much of a business. Thanks. Ja, genau. Also, hier haben wir den Schlüssel. Dieser Schlüssel ist für alle Schlüssel da, die im Spiel existieren. Der liegt auch immer hinten auf der 10, da kann man noch nichts dran rütteln. Ist auch nicht nötig, das passt schon. Alle Schlüssel werden einfach abgespeichert in diesem Schlüssel. Und man kann sie benutzen. Im Inventar ist er unten hier zu finden und die Liste, steht dann hier Statue Ruin Ring, ist auch nicht mal übersetzt worden. Schön. Ich kann auch mal ein bisschen was an dem Zeug zeigen. Man hat variable Gesundheit, also es ist nicht eine allgemeine Gesundheit, sondern man kann am Bein haben sowas verletzt werden. Kopf und Torso bedeuten Tod. Übrigens auch die Arme, wenn man da verletzt ist, kann man nicht mehr so gut zielen. Bei den Beinen bewegt man sich langsam bzw. nur noch kriechend voran. Ab einem bestimmten Punkt, also wenn sie weg sind. Und wird halt langsamer. Kopf, glaube ich, geht auch aufs Ziel. Bewusstsein halt. Zielfähigkeit. Implantate haben wir noch nicht. Erkläre ich dann zu gegebener Zeit. Okay, gut. Die Standardsachen, die drin sind, ist der Freund-Feind-Informationssystem. Ob das soll als Implantat halt sein. Deswegen ist es entweder grün oder rot. Das Licht. Und der Infolink ist das, wo die ganzen Sachen immer halt in den Kopf reinkommen, hier die Übertragungen. So, hier unten ist ein Schiff. Da wollen wir auch noch rein. Da muss ja irgendwo der Eingang sein. Da. Die müssen wir noch auffeuern.
Dazu brauchen wir wieder unseren Raketenwerfer. Rakete laden. Und Feuer. Bam. Und schon ist offen. Da fängt ein Film an durchzudrehen wie die Hölle. Die Onnetussi verkauft uns noch irgendwelchen Rotz. Aber ich glaube noch Scheiße. So, okay, ich sollte mal das Licht anmachen. Ich sehe nämlich gar nichts. Okay, jetzt sollte man sich beeilen. Erstmal die Dinger aufpicken. Und das war nichts, egal. Wieder hoch. Und... wow. Einmal haben wir Schaden genommen. Und okay, wieder runter. Jetzt die Sachen einsammeln und wieder abhauen. Das sind richtig geile Sachen, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und das brauchen wir nicht, gut, weg. Das ist eine abgesägte Schrotflinte, die nutzloseste Waffe, die dieses Spiel bietet. Weil man trifft damit erstmal so richtig schön gar nichts. Das Präzisionsmodul werden wir auf unsere Pistole dotteln. So, okay. Okay, und Lampe aus, schön. Jetzt gemütlich in unserem Inventar können wir dann dieses Präzisionsmodul auf die Pistole ziehen. Hier sieht man die Fähigkeiten. Der hat zum Beispiel einen Grundschaden, weil ich halt noch plus 10% wegen meiner Fähigkeit. Pistole ist jetzt nicht unbedingt viel, aber gut. Sind 15. Bei Präzision gibt es 5%. Ja, machen wir mal so. Bam, haben wir plus 8, sind 73%. Die wird ein bisschen genauer, wird schneller wieder als so ein kleinen Punkt. Das ist das Laden. Schneller laden ist natürlich auch praktisch. Der Raketenwerfer brauche ich eigentlich eh nur in ruhigen Momenten, deswegen nehmen wir mal den hier. Gut. Schön. So, ist das hier auch erledigt? Wenn die sich beide auch beruhigt haben und nicht mehr so quer durch die Gegend latschen, könnten wir uns auch noch mal mit der Frau hier unterhalten. I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. I'm not that high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. The ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of 30-06 ammo, and some crossbow darts, and said, keep your head down. Like I'm gonna take on your NATCO troops. Want them? You can have the clip for 175, the 30... Ja, alles Schrott, brauchen wir alles nicht. Wie sagen das, oder brechen wir hier ab? Ihr braucht ja nicht anhören, welche Preise die da verlangt für irgendwelchen Rotz. Oh Gott, ich habe den gerade für Gegner gehalten. Ich dachte, was mache ich jetzt gerade? Ja, Film brauchen wir nicht mehr. Der hat uns den Schlüssel gegeben. Das sollte uns langen. Wir machen übrigens, ich bin nicht der Typ, der sich einen optionalen Weg aussucht und dann den geht, sondern ich gehe immer alle Wege. Soweit das natürlich möglich ist. Ansonsten werde ich euch schon sagen, für welchen ich mich entscheiden werde. So, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Wo muss ich jetzt lang? Wenn ich jetzt falsch laufe, da. Ist nämlich da ein Scharfschütze. Scharfschützen sind auf dem sind auf dem Schwierigkeitsgrad realistisch. Extreme Probleme, weil, die sehen dich, schießen und du bist tot. Und, weil die dich gleich direkt mal headshotten. Ganz wichtig bei TNT-Kisten ist, man sollte tunlichst vermeiden, die Dinger im Stehen einfach mal wegzuwerfen. Grund, die Dinger explodieren und das hat im Normalfall die Folge, dass man stirbt. Wenn man diese Dinger schon durch die Gegend trägt, sich vorher duken. Und sie dann ganz gemütlich ablegen. Das ist wesentlich intelligenter, funktioniert wunderbar und ja, man stirbt halt nicht. Wunderbar. Gut, 1A. So, wir stellen das Ding jetzt erstmal ab. Na? Ablegen hier nicht möglich? So, okay. Da ist das Ding, okay, gut. Schieben wir es dahin. Und danach gehen wir ein bisschen weg in Deckung. Und ja, Licht brauche ich trotzdem. Schön. Gucken, dass wir das Ding noch treffen können. Und machen mal Knall. So. Ach verdammt, ich habe kein Zielfernrohr. Das Ding überhaupt treffen so? Ja, kriegt schon hin. Ja, und offen ist das Ding. Das macht übrigens auch ziemlich viel Lärm. Also im Normalfall kommen dann gleich auch Leute angerannt. Und ein bisschen Munition und Geld. Wunderbar, 100 Credits erhalten. Können wir gleich mal gucken, wie viele Credits wir überhaupt haben. So. Wir haben... 600 Credits. Also noch ein paar. Und wir können uns dieses Zielfernrohr leisten. Ja, ich spiele das halt jetzt auf Windows 7 und das Speichern dauert ein bisschen. Keine Ahnung warum. Ist so halt. So, da haben wir eine Selbstschutzanlage. Die ist ein bisschen gefährlich. Rennt hier nicht ein Gegner rum? Nö. Wieso nicht? Hier ist doch einer rumgerannt, oder nicht? Da ist einer. Und die schießt erst auf uns, wenn uns die Kamera sieht. Deswegen gehen wir ganz gemütlich hier hinten lang.
Wir haben uns vorhin auch schon das Passwort gehalten. Dann schießt das Ding hier auf uns. Wir können das Ding allerdings, wenn wir auf Level 2 sind, umprogrammieren, sodass es auf Gegner schießt. Ich bin nicht auf Level 2, aber ich weiß das Passwort. NSF 001 war es, glaube ich. Oh, das waren aber drei Nullen jetzt gerade. Und, Smash the State. So, machen wir Kameras natürlich mal aus, dass wir keinen Alarm machen. Die Türen machen wir auf. Warte mal, die Türen lässt du erstmal zu. So, auf Feinde. Das ist aus meiner Sicht halt immer. Hier ist nichts dran. Kameras aus. Da, der schießt schon. Er hat schon gerade auf einen geballert. Wunderbar. Dann machen wir die Tür auch mal auf. Entriegeln. Offen. Und jetzt entfernen wir uns mal rückwärts ein bisschen, dass wir ja nicht gleich in die Gegner reinlaufen. Auf jeden Fall kann uns das schon mal ein paar Gegner vom Hals schaffen.